Hallo. Moin. Oh, ein Henning ist noch stumm. Streaming around the science stream. Streaming around the science stream. Oh, wie schön. Lambda, da ist ja sogar eine Kugel drauf. Ja, die Magic of Kapla, Weihnacht. Ja. Weihnachtsbaum, aber das sieht gut aus. Das sieht nach einem Weihnachtsbaum aus. Man kann das erkennen. Ja, ne? Das ist der schlechteste. Das zieht sich jetzt hier durch alle Folgen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich werde jetzt die wilde Kamerafahrt machen. Achtung, haltet euch fest. Kapla. Ja, hier, die klingonischen Klötzchen. So, wie geht's euch? Hier wird schon über Booster. Was? Achso, ja, die klingonischen Plätzchen, ja. Ah, nee, ich wollte eigentlich den hier machen. Hier wird schon Booster incoming. Ja, ja. Seid ihr alle schon geboostert für die Weihnachtszeit? Ja, echt. Gut. Nee, in knapp 2 Wochen ist es bei mir soweit. Ja. Ich habe Sonntag den Termin. Sehr gut. Sonntags? Ja. Krass. Da impfen die hier gar nicht. Ja, Impfzentren, da geht das zum Glück. Ach, okay. So, ihr habt sowas noch. Ah, okay. Ja, also erstmal hallo und guten Abend. Ne? Alle, die im Chat sind, da ist schon richtig was los. Ja, herzlich willkommen überhaupt auch, ja. Geht um Wissenschaftsbäume hier. Genau, das ist darum geht es momentan. Oh, komm, wollen wir das singen hier? Das ist doch gut. Oh, Wissenschaft, oh, Wissenschaft, wie open ist dein Exzess. Nicht nur auf Sci-Hub, sondern auch. Ja. Genau. Ungefähr so. Ja. Ah, wir hatten heute einen busy Tag, Lambert und ich. Von daher, Henning, wie war deiner? Wie habt ihr fremd gecastet? Wir. Wir mussten. Ja. Ihr habt heute schon gecastet miteinander. Welcher Twitch-Kanal? Kein Twitch-Kanal. Ein WebEx-Kanal? Was war das, Lambert? WebEx, ne? Ja, wurde live gestreamt auf Vimeo. Aber wurden wir auch live gestreamt? Hast du mal nachgeguckt, Claudia? Ich wusste nichts vom Livestreaming. War auch besser so. Dadurch haben wir uns natürlicher verhalten. Weißt du, wenn wir es gewusst hätten. Hätten wir die angefangen, die Leute zu siezen. Ja, genau. Nein, Scherz beiseite. Es war VBIP. Das ist bei uns in dieser geheimen Bibliotheksbranche, hat sich das als virtuelles Format entwickelt. Als jährliches jetzt wird bei uns an der TIP in Hannover gehostet. Und ja, Claudia hatte da was zu sagen zum Thema Wissenschaftskommunikation. Ja, und warst du eine Expertin? Ja, wir haben zusammen eine Session gemacht oder einen Beitrag gemacht zum Thema Bibliotheken als Labore und InitiatorInnen von Wissenschaftskommunikation quasi. Was können Bibliotheken da eigentlich tun? Können sie was tun? Sollten sie was tun? Haben wir da überhaupt Aktien drin oder haben wir da keine? Das war so die Ausgangsfrage. Und da haben wir schöne Folien gemacht, die veröffentlichen wir auch morgen. So mit schönen Abbildungen haben auch die Ergebnisse aus den Workshops zusammengetragen. Also wir haben nicht gelabert zu viel, wir haben dann irgendwie nur, weiß ich nicht, 12, 15 Minuten gelabert und dann haben wir 20 Minuten mit den Leuten diskutiert. Und das wollen wir nochmal aufschreiben. War spannend. Du, Claudia, diese Bibliothekswelt, die lässt dich nicht los, ne? Es ist mein Job. Das kam jetzt sehr überzeugt. Ich glaub's. Ich glaub's dir. Ja. Ja, Claudia ist ja dafür zuständig, dass jetzt eine nächste Generation von InformationsmanagerInnen, wenn man die noch BibliothekarInnen nennen kann, vielleicht auch das, ausgebildet wird. Ne? Also es ist ja eigentlich, oder? Kann man so sagen. Ja, und mit denen möchte ich auch über sowas reden.
Ja, also das war unser Tag und das war sehr fruchtbar, sehr interessant. Und wir hatten auch zwei von unseren Zuschauenden tatsächlich dabei. Die sind nämlich auch beide gerade da. Moment, warte mal. Ja, und Captain Juniper gibt hier auch schon Insider-Wissenpreis für eine Veranstaltung. Genau. Abbildungen, die zufällig wie Wolken aussehen, genau. Wenn ihr auf meinen Twitter-Kanal schaut, könnt ihr sehen, welche Abbildungen zufälligerweise wie Wolken aussehen. Wirklich zufällig. Ich habe sie gemacht und dann dachte ich, ach guck mal, sieht hier aus wie Wolken. Genau. Und Captain Juniper und Nummer 2, Barry Jive, haben uns geholfen, denn wir haben ja in 4 Breakout-Rooms haben wir mit den Leuten diskutiert und gearbeitet. Und da Lambert und ich zusammengerechnet, also wir haben das nochmal ganz grob überschlagen, sind wir nur 2. Und dann haben wir uns Hilfe gesucht und die 2 haben uns dabei geholfen, diese Breakout-Sessions zu orchestrieren und zu protokollieren. Genau, das war unser Tag, ne? Würde ich mal sagen. Jetzt müssen wir erstmal essen, das ist eine gute Idee. Ja, ich dachte, Mandarinen essen ist bei der Weihnachtsfolge zulässig, oder? Habe ich jetzt mir Ich habe auch schon hier Obst auf jeden Fall da. Ich habe hier Trauben und Erdnüsse. Was habt ihr da draußen an den Geräten? Schon? Wer hat schon irgendwas mit Zimt oder Ingwer bei sich? Könnt ihr das im Chat mal offenbaren? Oh nein, andere Lampe hat einen Clip gemacht. Ich habe ein bisschen Angst. Nein. Ich habe ein ganz kleines bisschen Angst, andere Lampe. Aber ich werde mir den jetzt anschauen. Das ist, also was soll ich auch anderes tun? Ich muss. Also ich bin ja quasi dazu gezwungen im Moment. Wie und andere Lampe, du hast jetzt echt aus dem laufenden Programm vom Forschungsstudium. Ja, ein Clip, und zwar, wo wir singen. Nein. Für die Ewigkeit festgehalten. Okay. Schlimm. Das wird uns noch einige Street Credibility kosten hier, wenn ja, das noch verewigt auch. Wird. Ja, das wird hart. Vielen Dank. Ja, natürlich. Sonst hätten wir es ja auch ausgestellt, die Funktion einer Lampe. Henning, wie ist es bei dir? Hattest du in den letzten Tagen oder Wochen ein wissenschaftskommunikationstechnisches Highlight oder so, irgendwas Markantes? Kommunikation eigentlich nicht, aber ich hatte ein Highlight in der Tat, ein Kommunikationshighlight. Und zwar hatte doch Nathalie Grams, die bekannte Autorin so aus dem wissenschafts- und homöopathiekritischen Umfeld, ein Hashtag gestartet unter dem Motto, also auf Twitter, das habe ich getan, nachdem, wo sie dargestellt hat und dann auch andere Leute aufgefordert hat, darzustellen, was man selber getan hat, um die Corona-Lage in der Gesamtgesellschaft irgendwie besser zu machen oder runterzubringen, insbesondere zum Beispiel freiwillig Kontakte vermeiden, sich impfen lassen und für Solidarität einzustehen oder so. Und ich habe da auch was zugeschrieben, wobei ich das Hashtag ehrlich gesagt vergessen habe, aber trotzdem hat das ein Redakteur des RBB gesehen und hat dann mich mit seinen ganzen Recherchekenntnissen ergoogelt und mich angerufen und gefragt, ob sie nicht für die Abendschau, also es gibt dieses Twitch, was in anderen, also nicht auf Twitch übertragen wird, und wo es immer um 19.30 Uhr in den lokalen, also es gibt sowas, das ist nicht ein Twitch fürs ganze Internet, sondern nur in so manchen Gebieten kann man das empfangen und auch nicht über Internet. Also ich weiß auch nicht, es ist halt sehr kompliziert. Es muss neuer Kram sein. Gibt es da um 19.30 Uhr die Möglichkeit, also sich mal nicht um die ganze Welt zu kümmern, sondern nur um seine persönliche Umgebung. Und da gibt es dann vom RBB in Berlin die Abendschau. Und da wird über die Berliner Themen geredet und dann wollten sie gerne einen Beitrag machen über jemanden, der freiwillig seine Kontakte einschränkt, haben dann irgendwie auf Twitter rumgesucht und Familienvater Krause gefunden. Und so kam es dann, dass ich in meiner Mittagspause gestern überhaupt nicht zum Mittagessen kam, sondern mit den Leuten hier durch den Garten turnte und die also einen Beitrag über mich gemacht haben, mich interviewt haben, wie ich freiwillig meine Kontakte reduziere. Cool. Kann man auch im Internet finden. Und das war meine Erfahrung. Henning twitcht mal im analogen TV. Das finde ich super. Das muss ich mir angucken. Müssen uns alle angucken. Kann ich euch den Chat, den Link gleich mal raussuchen. Ja. Sehr schön, sehr schön. Wichtiges Randnotiz aus dem Chat.
Tag des Spekulatius. Wir haben Tag des Spekulatius. Keiner von uns hat Spekulatius da. Oh, traurig. Nee, ne? Ich habe noch kein Spekulatius. Das ist echt ein bisschen traurig. Ja. Vanillekipferl habe ich. Nee, es zählt nicht. Zählt nicht, schade. Tausche Booster-Impfung gegen Spekulatius. Oh, ich habe tatsächlich auch ein persönliches Wissenschaftskommunikationshighlight. Wobei, das ist kein wirkliches Wissenschaftskommunikationshighlight. Aber, Moment, warte. Mir wurde per DM mitgeteilt, dass ich jetzt, warte, schaut euch das an. Na, sowas. Schaut euch das an. Das kam per DM rein. So, schau mal. Ich warte noch auf die Relevanzdiskussion. Ja? Die Relevanz. Nee, ich glaube, das ist gegessen, weil Professoren reicht, oder? Publizierende Professoren. Und mein Bauchgefühl. Ich stehe als Referenz im Wikipedia-Artikel von Drosten. Ich glaube, das reicht. Das reicht. Wie, was hast du mit dem Drosten? Ich hatte noch eine Studie gemacht zu seinem Preprint und wie er das veröffentlicht hat und wie das begutachtet wurde. Und die wird in seinem Artikel zitiert. Und ich glaube, das reicht als Daseinsberechtigung des Artikels. Genau, also das hat mich echt begeistert. Ja, es fehlen natürlich, da ist meine Twitch-Seite ist auch nicht verlinkt, ich weiß auch nicht, aber Forschungsstrom steht drin. Also, wir stehen jetzt in der Wikipedia. Endlich. Ja. Oh, unglaublich. Da fehlt noch ein Foto. Kleiner ja, das Tipp stimmt, das müsste ich wahrscheinlich selber mal hochladen, ne? Ja, da müsste jemand mal ein gemeinfreies Foto von dir. Und guck mal, eure Namen stehen da jetzt auch, ne? Henning Krause und Lambert Jeller auf Twitch. Ach, Mensch. Ja. Ein Glück. Die machen die Kategorien unten ziemlich fertig. Oh Gott, die habe ich mir gar nicht angesehen. Meteorologe, egal. Bibliothekar, Informationswissenschaftler, Hochschullehrer, Deutscher, oh Gott, Frau. Immerhin steht Frau. Deutscher und Frau, dann ist ja klar, was gemeint ist. Ja, und geboren 1983, ja, stimmt soweit. Alles gut. Alles gut. Ja, das ist doch mal gut, wenn du relevant bist. Ja, richtig. So. Ja. So, genau. Das war mein Highlight. Das super. Also, wow. Ich poste hier nochmal kurz den Link zum RBB-Archiv rein. Dann kann man überlegen, ob ich auch relevant bin und einen Wikipedia-Antrag sehr schön. One-Time-Performer in der RBB-Abendshow zu bekommen. Das muss ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Super. Ja, ansonsten fühlt ihr euch denn schon weihnachtlich? Also wenn so eine richtig krasse Erkältung mit Anflug von Bronchitis zu haben, viele Tage lang, als weihnachtliches Empfinden zählt, ja. Du klingst noch ein bisschen angeschlagen auch. Ja. Vielleicht zählt das schon als vorweihnachtlich. Ansonsten war das Vorweihnachtlichste, was ich bisher gemacht habe, diesen Weihnachtsbaum auszuschneiden. Ah, nein, stimmt nicht ganz. Ich habe tatsächlich Plätzchen gebacken vor 2 Wochen, aber ich habe eigentlich... Wir haben nur 3 Plätzchen gebacken und haben den restlichen Teig roh gegessen. Ja. Seelenessen war das. Ich kann jedenfalls schon mal raten, ich habe ein bisschen ein weihnachtliches Thema mitgebracht. Also man kann da einen weihnachtlichen Dreh reinbringen, sagen wir mal so. Eigentlich hat es überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun, aber... Ich hab ein vielleicht Jahresend-Traditionsthema, so. Könnte man es nennen. Also vielleicht passt das auch. Und ich habe einen Adventskalender, stimmt. Eure beiden Beiträge auf einer Weihnachtlichkeitsskala judge irgendwie. Ja, und von 0 bis 5. Das soll bitte der Chat machen, nicht du. Ach so. Ein weihnachtlicher Downer. Okay. Ihr habt die besten Nein, ich Ideen. Verspreche hoch und heilig, dass ich keinen Downer habe. Zeig mal deine andere Hand, während du das sagst. Warte mal, die ist hier, es geht gerade nicht. Ja. Okay. Ja, also warte, wir haben ein weihnachtliches Thema, wir haben ein Jahresendthema. Was hast du denn da so gemacht? Ich muss es gestehen, zu meiner Schande, ich habe wirklich nichts. Also ich kann wirklich so dieses Jury-Votum, abgeben, wie weihnachtlich eure Themen sind und so. Und dann ist das mal festgestellt. Das ist ganz okay. Gut, oder du organisierst das mit dem Chat, ja. Ja. Stimmt, du organisierst das mit dem Chat. Ja, genau. Dann
Würde ich aber jetzt fast sagen, einfach nur, damit wir auch ganz sicher sind, dass wir hier nicht am Ende in der letzten Forschungsstromfolge 2021 mit einem Downer rausgehen. Henning fängt an. Was? Du hast keinerlei Vertrauen in mich, oder? Ich finde, das sollte der Chat entscheiden. Na gut, der Chat darf entscheiden. So, sagt mal. Der Downer, ich kann ja noch mal ein bisschen mehr blicken lassen. Also ich würde was zum Stern über Bethlehem machen, glaube ich. Oh, wow. Okay, das ist natürlich, okay, das ist natürlich spannend. Aber Claudia, jetzt musst du auch noch irgendeine dubiose Andeutung machen. Eine dubiose Andeutung? Auf dein Thema, ja. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Thema, ihr müsst mir noch helfen. Das ist die Andeutung. Das ist die Andeutung. Und die zweite Andeutung wäre, es geht um Twitch. Oh, das wird irgend so eine interaktive Sache, wo wir verrückte Sachen machen müssen. Nein, überhaupt nichts Verrücktes. Ich nehme euch wieder mit auf eine lustige Reise durch meine Gedankenwelt. Henning first. Ja, also der Chat scheint sich auch irgendwie sicher zu sein. Da könnte Lambert mal zu aus. Nur ein Thema von denen, von der lieber geredet. Ja, nee, also gut, wenn auf Zuruf irgendwie, aber dann JP Thiele, ich glaube dir sofort, dass es mal gesagt worden ist. Mir würde es gerade nicht einfallen, was es gewesen sein sollte. Wenn, musst du konkret machen. Also. Wir machen da später noch was. Genau, ja. Der Chat ja. Gibt dir Themen vor und du musst daraus eine Geschichte erzählen oder so. So Karaoke-Forschungsstromfolge, ne? Ja. Oh mein Gott, die Leute geben uns Themen vor und wir tun so, als könnten wir dazu was sagen. Ja, okay, das halten wir mal fest. Ja, genau, und hier wird mal straight argumentiert. Henning darf anfangen, dann hat Claudia noch Zeit. Ja, gut, okay. Ah. So, dann leg mal los mit deiner, wie war das? Endlich Stern über Bethlehem. Genau, also eigentlich, es hat überhaupt nichts mit dem Stern von Bethlehem zu tun. Es hat nur was mit Sternen zu tun. Aber ich wollte es ja eben ein bisschen weihnachtlich machen. Wir wollten ja heute eine Weihnachtsfolge machen. Ne? Ist ja letzter Forschungsstrom dieses Jahr. Erinnert ihr euch, dass wir mal über das Drei-Körper-Problem gesprochen haben? Ja. Genau, also wer das damals die Folge nicht gesehen hat, erstens böse und zweitens nachgucken. Und drittens, das Drei-Körper-Problem hat nichts mit diesen drei Körpern, die ihr hier vor euch seht, zu tun, die einen ein Problem irgendwie haben. Das, zumindest würden wir da hier nicht öffentlich im Stream drüber sprechen. Das Drei-Körper-Problem ist irgendwie, wenn man sich so vorstellt, im Weltraum flitzen da so drei Himmelskörper rum und die bewegen sich im Verhältnis zueinander und werden natürlich durch Gravitation angezogen. Und wie die sich bewegen und was man darüber sagen kann oder eben genau nicht sagen kann, da hatten wir mal drüber gesprochen. Und jetzt kommen hier schon irgendwelche, ach ja genau, da ist der Link zu der Folge und hier der Stern, eine Dreierkonjunktion. Ja, das wird hier aber mysteriös. Wow. Jedenfalls wollte ich mit euch darüber sprechen, weil man nämlich etwas gefunden hat, das sich in einem Sonnensystem abspielt. Mit dem schönen Namen GW Orionis, vielleicht auch GW Orionis, ich weiß es nicht. und zwar ist das 1300 Lichtjahre von uns entfernt, also das Licht, was wir dort jetzt heute sehen und empfangen. Und das ist ja die einzige Messmöglichkeit, die Astronomie so hat, insbesondere bei so Dingen, die so weit weg sind. Das ist so im Jahre 700 dann ungefähr da losgeflogen. Und entsprechend also weit weg und man kann nicht so gut hinfliegen. Aber das Interessante ist, dass dort nicht nur ein Stern in diesem Stern, in diesem Sternsystem ist, sondern es sind drei Sterne, die einander umkreisen. Und also ich habe öfter schon von so Doppelsternsystemen gehört, also zwei Sterne, die einander umkreisen. Das sieht dann manchmal aus, dass die sich so umkreisen und so irgendwie so. Und das sind aber anscheinend drei Sterne. Und dazu habe ich auch ein Video hier gefunden, das ich jetzt mal hier versuche, mal eben hier kurz reinzuwerfen. So, muss ich mal kurz hier mit Ton teilen. Ja, ich weiß nicht, ob der Ton so, ob da überhaupt Ton dabei ist, aber ich mache mal hier Ton an. So, was haben wir denn hier? Wo
Das ist das richtige Tab. So, und jetzt, achso, macht das einer von euch im StreamYard mal? Mach ich. Warte mal. Super. So, dann gehe ich nochmal hier rüber und vielleicht kann ich das hier noch ein bisschen größer machen. So, und jetzt gucken wir uns das mal an, wie das aussieht. Also man sieht hier in der Mitte, wo es schön leuchtet, ist das, was im Moment noch so ein bisschen nach einem Stern aussieht. Und außen drumherum ist so eine Wolke aus Gas und Nebel, die so ganz komisch strukturiert ist. Und das ist auch das Thema, um das es geht. Denn das hier ist ein sehr junges Sonnensystem, was es noch nicht geschafft hat, Planeten wirklich zu bilden. Und jetzt gucken wir uns nochmal in einem zweiten Video an, wie das aussieht, wo diese drei Sterne so umeinander kreisen. Da sieht man jetzt, dass zwei helle Flecken ein bisschen stärker umeinander kreisen, wie so ein Doppelsternsystem. Und außen noch ein zusätzlicher Stern drumherum fliegt. Und das ist also dieses Dreiersystem, starte es nochmal neu, aus drei Sternen, die einander umkreisen. Und außen drumherum sieht man noch so diese Wolken. Kann man das erkennen im StreamYard? Yep. Ich kann es gut sehen. Okay, super. Gut, und das Besondere daran ist ja, oder ich gehe nochmal hier hoch zu dem ersten Video. Also generell ist es ja so, dass nachdem sich Sterne gebildet haben, können sich auch Planeten um diese Sterne bilden. Und bei uns im Sonnensystem ist es ja so, dass alle Planeten eigentlich sozusagen auf einer Ebene laufen. Also die laufen natürlich in verschiedenen Entfernungen um die Sonne, aber sie laufen im Prinzip alle auf einer Ebene. Und das Besondere, und wie sich so Planeten bilden, die bilden sich aus, Florian Freistetter würde sagen, Zeug, was da so ist, also im Wesentlichen Gas und Staub, dass sich halt um den Stern drumherum bewegt und dann durch gravitative Anziehung verklumpt und dann irgendwann immer größere Klumpen bildet und dann zu einzelnen Planeten wird, die einen Stern umkreisen können. Und hier ist das Besondere bei diesem System, was man hier gefunden hat, dass man hier nicht eine Ebene sieht, in der sich das Material bewegt, sondern es gibt hier mehrere Ebenen, die gegeneinander gekippt sind. Und das ist das, was man in dieser Animation gut sieht, wo man sozusagen virtuell dieses 1300 Lichtjahre entfernte System umkreist, dass es da zumindest zwei verschiedene Ebenen zu geben scheint, in denen sich, ich mache es nochmal an, hier der Staub sammelt und wo sich jetzt neue Planeten bilden könnten und die in diesem System vielleicht noch nicht gebildet haben, sondern das hier so entstehen kann. So, ich würde mal an der Stelle die Freigabe beenden. Das war das, was ich euch so zeigen wollte. Und das Interessante, finde ich ja, ist an diesen Planeten, die um andere Sterne kreisen, dass man das noch gar nicht so lange weiß. Also, dass es andere Sterne gibt, das weiß man natürlich seit Jahrtausenden. Da guckt man einfach nachts an den Nachthimmel und dann sieht man, da leuchtet was. Aber diese sogenannten Exoplaneten, also die Planeten, die um ferne Sterne kreisen, nicht um unsere Sonne, das ist ja erst so in unseren Lebzeiten so richtig bekannt geworden. Also es scheint wohl irgendwie in den 80ern schon einen ersten Fall gegeben zu haben, aber dann, ich glaube, die erste wirkliche Entdeckung eines Exoplaneten war so 1995. Und dann mit der zunehmenden technischen Entwicklung von Weltraumteleskopen hat man also in den letzten Jahren und insbesondere im letzten Jahrzehnt halt, ich glaube, mittlerweile sind über 4000 Exoplaneten bekannt. Und also früher war das halt irgendwie immer so eine Vermutung, dass es, oder die Frage war natürlich, ist irgendwie unser Sonnensystem was Besonderes? Weil wir haben hier halt irgendwo sowohl in der inneren Umlaufbahn feste Steinplaneten wie Merkur, Venus, Mars, Erde, Mars, als auch dann außen große Gasplaneten. Und es wäre eigentlich schon ein bisschen komisch, hat man sich immer gefragt, warum sollte unser Sonnensystem irgendwie was Besonderes sein?
Aber das Problem ist natürlich, bei so weit entfernten Objekten wie diesen Sternen, da kannst du natürlich versuchen hinzugucken, aber die Frage ist, selbst wenn da Planeten drumherum kreisen, wie kannst du die eigentlich entdecken? Und das war halt ein Problem der Beobachtung, weil natürlich die Planeten selber an sich erstmal nicht leuchten, sonst wären sie ja Sterne. Hm. Das heißt, man kann sich dann die Frage stellen, wie kann ich solche fernen Exoplaneten entdecken? Und das ist ja auch bei dieser Forschung ein Thema gewesen. Die Animation, die ich euch jetzt eben gezeigt habe, da ging es nur um den Staub, aber es war auch die Frage, gibt es da auch einen Exoplaneten? Und da gibt es unterschiedlichste Methoden, wie man solche Exoplaneten entdecken kann. Und da wollte ich euch mal eben die zwei gängigsten Methoden mal kurz erklären. Und deswegen bin ich auch eben in die Küche gegangen und habe nochmal weihnachtliches Obst geholt. Wenn wir uns nämlich vorstellen, dass das hier zum Beispiel, das Große, ist eine ferne Sonne. Ich wollte euch fragen, soll die Sonne rot leuchten oder soll die Sonne gelb-grünlich leuchten? Weihnachtlich. Rot wäre mehr im Corporate Design, rot. Gelb wäre realistischer. Ja, sieht das gelb aus oder sieht das grün aus? Ich weiß gar nicht. Also es sieht hier sehr gelb aus. Ob es grüne Sonnen geben kann, das würde mich... Grüne Sonne, okay, wir machen grüne Sonne. Also wir haben ein großes Objekt, das ist natürlich die Sonne. Und dann haben wir diesen kleinen Exoplaneten hier. Das ist, gut, ist auch grün. Ich spieße das mal hier auf, diese Weintraube. Lecker. Und diese Weintraube umkreist natürlich jetzt hier diesen Stern. Ne? Das heißt, die ist mal dahinter, ist mal davor, ist mal dahinter. Also ihr seid jetzt sozusagen die Erde-Beobachter. Ihr guckt aus Perspektive der Erde auf ein super weit entferntes Sonnensystem. Und eigentlich leuchtet ja nur hier dieser Apfelstern. Und die Weintraube ist jetzt der Exoplanet, der hier vor dem Apfel vorbeizieht. Und man könnte auf die Idee kommen, wenn er hier vorbeizieht und der selber ja eigentlich nicht leuchtet, was hier leuchtet, ist mein tolles Ringlicht, aber da ist ja in Wirklichkeit eigentlich kein Licht, sondern hier von dem Apfel geht er das Licht aus, dann zieht er vor dem Stern vorbei und könnte dann zu einer Verdunkelung führen. Mhm. Und das eine heißt, partielle dass man dann, Apfelfinsternis. Ja, genau. das heißt, das, was man dann beobachten könnte, deswegen machen wir hier nochmal die Didaktik, wenn man sozusagen sich so ein, wenn hier die Zeit lang läuft und hier die Intensität der Sonnenstrahlung, dann habe ich im Prinzip, hier kommt viel Sonnenlicht raus und sobald der Stern aber vorbeizieht, kommt ein bisschen weniger Sonnenlicht raus und wenn der Stern vorbeigezogen ist, kommt wieder viel Sonnenlicht raus. Also ich habe eine Abdunkelung in dem Moment, wo der Planet vor der Sonne langfliegt. Und das ist also eine der klassischen Methoden, wie man Exoplaneten finden kann. Wie hast du es genannt, Lambert? Wie hast du die Methode genannt? Partielle Apfelfinsternis. Ja, partielle Apfelfinsternis, das ist natürlich ganz groß, ja. Was? Esser von Planeten, wer gab es, ja, stimmt. Genau, ich glaube, die AstronomInnen nennen das Verdunklungsmethode oder Abdeckungsmethode. Mhm. Aber im Prinzip ist es genau das, was du gesagt hast, Lambert. Und eine zweite, und das ist sozusagen auch so ein Klassiker, wie man Exoplaneten sucht. Man schickt irgendwie ein Weltraumteleskop in den Himmel. Kepler zum Beispiel von der NASA war ein ganz bekanntes. Der hat viele hundert, wenn nicht sogar tausend Exoplaneten gefunden. Und der hat immer Sterne angeguckt und immer lange hingeguckt und geguckt, werden die insbesondere zyklisch regelmäßig dunkler. Und je nachdem, wie viel dunkler die werden und wie zyklisch das passiert, kannst du auf die Umlaufzeiten dieser Planeten schließen, die dann da drum kreisen und je nachdem, wie stark sie dunkler werden, kannst du entweder auf die Größe des Planeten durch eine prozentuale Abdunkelung oder auf die Nähe zu seiner Sonne schließen. Und das zweite ist die Wackelmethode, denn ich habe das hier eben so ein bisschen physikalisch unrealistisch dargestellt, dass sozusagen der Planet nur um die Sonne kreist, das stimmt zwar auch, aber wir wissen ja irgendwie, wie ist das, der Apfel fällt vom Baum, aber ist der Baum, der Apfel, der, die Erde zieht nicht nur den Baum an, sondern der Apfel zieht auch die Erde ein bisschen an. Und das heißt, was eigentlich passiert, ist, dass während dieses Umkreisens immer ein ganz klein bisschen die Wackelbewegung des Sterns stattfindet. Ach, Mensch, das ist jetzt hier extrem übertrieben dargestellt.
Also zum Beispiel, wenn man ein Zweiersystem aus Sonne und Erde hätte, läge der gemeinsame Schwerpunkt, um den herum sie kreisen, noch innerhalb der Sonne, weil die Masse der Sonne im Vergleich zur Erde, obwohl das so ein Riesenabstand ist, so unendlich viel höher ist. Und das heißt aber, dass die sich um einen gemeinsamen Schwerpunkt bewegen. Und das heißt, diese Planeten fangen an, so ein bisschen zu wiggeln. Entschuldigung, die Sonnen, ich verspreche mich hier. Und die Sonnen fangen an zu wiggeln. Und jetzt habe ich den Namen vergessen, den wusste ich mal. Also schreibt es in den Chat, wenn ihr es wisst. Es nennt sich, glaube ich, so Wackelmethode oder irgendwie so. Ein bisschen schlauerer Begriff. Wackelpuddingmethode. Wobbeln. Ich glaube, es heißt Wobbeln. Wobbeln. Okay. Das ist doch ausgeschlossen. Okay, gut. Ja. Ist hiermit, das ist ein Fachbegriff, den ich eingeführt habe. Genau. Und das sind also die beiden Methoden, mit denen man Exoplaneten gut finden kann. Und jetzt komme ich wieder zurück zu unserem Sternensystem GW Orionis oder GW Orionis. Da war es halt so, dass da bisher kein Exoplanet bekannt war und das, was ich euch eben als Abbildung oder als Video gezeigt hatte, waren so, wie sagt man immer, so Artist Impressions oder so. Das sind ja künstlerische Darstellungen, das sind ja keine echten Aufnahmen. So wie aber diese Forschungsgruppe, die an dem European Southern Observatory gearbeitet hat, sich das vorgestellt hat, als sie dazu eine Veröffentlichung im Jahr 2020 gemacht haben. Und das war das sozusagen to the best of their knowledge. Und dann haben sie sich nochmal ein Jahr lang mit den Daten beschäftigt und jetzt kam diesen September ein Paper raus, dass sie gesagt haben, na Moment, eigentlich ist die beste Art und Weise, wie wir die Daten jetzt doch verstehen können, nicht, dass es sozusagen, also da sind schon drei Sterne, die einander umkreisen, das ist schon richtig, aber das, was ich euch eben in diesen Nebelstrukturen so dargestellt habe, da ist nicht nur so Nebel, der dazu führen wird, dass sich bald Exoplaneten bilden, sondern sie haben jetzt in den Daten rausgefunden, dass es dort einen Exoplaneten gibt, der alle drei Sterne umkreist. Und das finde ich irgendwie von der Vorstellung her so super strange und deswegen bin ich auch noch bei dem Thema irgendwie hängen geblieben, dass du halt, also wenn du auf diesem Exoplaneten stehen könntest, was du nicht kannst, weil es ist ein Gasplanet, also der hat nicht eine Steinoberfläche, so wie die Planeten, auf denen wir uns wohlfühlen, aber wenn du da stehen würdest, würdest du am Himmel halt irgendwie nicht eine Sonne haben, sondern drei, die einander irgendwie umkreisen und habe leider nicht gefunden, mich hätte eigentlich sehr interessiert, welche Bewegung dieser Exoplanet macht, weil ja diese drei Sterne auch so einander rumkreisen. Wahrscheinlich hat es auch wieder nur mit irgendwie gemeinsamen Schwerpunkten zu tun, um die dann auch dieser Exoplanet sich umkreist. Aber ja, ich finde es total irre, da hast du ein Dreier-Sternensystem und einen Planeten, der drumherum kreist und anscheinend das jetzt zum ersten Mal gefunden. Und das wollte ich mal mit euch teilen, weil ich das einfach so cool fand. Ja, sehr cool. Sehr abgefahren. Damit könntest du eine Star Trek-Folge starten. Also. Ja. Genau, es gibt ja auch manchmal in so Science-Fiction-Filmen gibt es ja auch so Darstellungen, wo dann irgendwie die Leute auf einer anderen Welt, auf einem Planeten stehen und dann hast du so drei Monde oder so am Himmel. Ne? Genau. Und mit drei Sonnen und dann fragen sich die Leute auf der Brücke so, wie kann dieser Planet überhaupt existieren? Das ist physikalisch unmöglich. Und dann untersuchen sie das Phänomen. Ah. Ja. Dann kommt Data und erklärt es ihnen. Ja. Ja. Oh, hier wird schon gefragt, was du hier eigentlich machst. Du machst Henning. Du bist ja jetzt Fernsehstar. Ja, das. Kennen wir hier nicht. Wir sind hier bei Twitch. Ne? Fern, was? Wir backen ganz kleine Planetenbrötchen hier. Ja, so. Ja, aber es ist echt genial. Also ich finde es ja so spannend, dass man, also zum einen diese Simulation oder diese künstlerische Darstellung, aber wo man dann gesehen hat, dass irgendwie zwei Planeten sich so wie so eine ganz schnelle Welle umkreisen und Sterne sich so umkreisen und einer noch so eher größer, einer so eher größer drumherum wäre, einer von den Sternen. Also das ist ja verrückt und ich kann mir jetzt wirklich absolut nicht vorstellen, wie die Bewegung von diesem Exoplaneten wirklich aussehen soll. Also das muss ja auch unfassbar heiß sein.
Auch nichts gefunden. Ja, also es klang auch, also dieses, die Conclusion klang dann auch so, die beste mögliche Erklärung ist aktuell, dass da halt ein Exoplanet so in Jupitergröße halt drumherum kreist. Also ja, ist halt auch echt verdammt schwierig, halt so weit weg mit so wenig Beleuchtung dann aus den Daten das alles rauszulesen. Aber gut, ja. Die Astronomie schreitet auch voran. Dafür können wir hier noch aufklären, dass sich das eine die Transitmethode nennt und das andere die Radialgeschwindigkeitsmethode. Genau, ja, das wusste ich auch mal, habe ich schon mehr vergessen gehabt. Genau, Radialgeschwindigkeitsmethode, so heißt es. Vielen Dank. Sehr gut. Sehr cool. Ach, das ist auch schön. Und das ist ein bisschen weihnachtlich. Aber das muss jetzt Lambert entscheiden, auf so einer Skala von 0 bis Christmas. Es ist echt kein Downer-Thema. Die Skala haben wir auch noch bei Henning speziell. Ja. Das muss man einfach mal zugeben. Und dieses mit dem Stern von Bethlehem-Bezug, den du so gewagt aufgemacht hattest anfangs. Ich verstehe, glaube ich, woher du da kommst mit der Assoziation. Ja, das erkenne ich an. Ja, ja. Also irgendwie ein besonderes astronomisches Phänomen einfach, nicht? Ja, ja, genau. Ja, ich glaube, das ist auf der von 0 bis 5 Skala, wobei 5 so eine adventliche Offenbarung ist, dass man kurz doch wissenschaftskritisch wird und lieber glauben will. Und wo 0 ist so sachlich und nüchtern, dass man so eine Unterhaltung mit Data statt einer Weihnachtsfeier oder so. Auf dieser Skala war Hennings Beitrag eine solide 4. Ja! Yeah! Yes! Das ist steil vorgelegt. Ist schwer. Oder ich, Herzlichen Dank. Mir wurde ja gesagt, dass ich diese Urteile besser eigentlich der Jury, dem Publikum im Chat überlassen sollte. Finde ich da Zustimmung? Wird das auch so gesehen? Oder findet ihr insgesamt, sollte mehr Lametta sein bei dieser Folge und mehr Rücksicht auf religiöse Erwartungen oder so? Oder ist es okay? 4 von 5 Mistelzweigen, sagt J.P. Thiele. Ja, das ist, also 4 von 5 Mistelzweigen, das klingt gar nicht so schlecht, ne? Ja, das ist gut. Ich werd das nicht auf 5 von 5 Mistelzweigen schreiben. Ich wollte gerade sagen, das hat Lambert doch strategisch schlau eingefädelt, dass hier noch Luft nach oben ist für dich, Claudia, dass du noch, du kannst sowohl überbieten als auch noch Bruchlanden. Absolute Bruchlandung mache ich hier. Nee, Weihnachtsbezug, also vielleicht hilft mir der Chat, einen Weihnachtsbezug zu ziehen, damit ich Henning noch schlagen kann. Deal? Deal oder No Deal? Jetzt ist jedenfalls der Spannungsbogen aufgebaut. So viel hast du schon mal geschafft, ja. Claudia. Super, super. Ja, okay, gut. Ich hatte vor, eine neue Tradition zu starten. Denn es ist ja Jahresende. Und an einem Jahresende macht man ja gerne so Rückschauen. Ne? Ihr kennt das dann so, das Jahr 2021 in Bildern oder die politischen Highlights, wie auch immer. Und ich hatte das Gleiche vor und ich dachte mir so, ich würde total gerne, was ich am Anfang mal gemacht habe, als ich über Forschung über Twitch geredet habe, ein Update machen. Und zwar so Best of Twitch-Forschung 2021. Sehr schön. Okay. Machen wir jetzt auch. Wann hattest du denn das 1-0 gemacht? Was ist das schon ein bisschen her, ne? Ja, das war, glaube ich, ganz am Anfang, dass ich mal über so Sachen gesprochen habe. Aber ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob das dann auch das Thema war, das ich in der Folge hatte, oder ob das nur so eine Randgeschichte war, wo ich so 2, 3 Paper hatte. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich dachte mir, vielleicht kriegen wir das als Tradition etabliert. Und dann für jeden Dezember dann quasi. Ja, genau, dass ich das jeden Dezember mache. This year in Twitch Research. Genau. Das ist, ich meine, das ist natürlich alles erstmal so preliminary, weil wir haben ja noch 2021, also es ist natürlich ein bisschen verfrüht quasi, aber ich finde, zum Jahresanfang passt es auch nicht. Wir gucken mal, vielleicht können wir das nächstes Jahr wiederholen. Und da sind wir jetzt auch schon am Knackpunkt der Sache, denn ich wollte das machen und habe damit angefangen. Und dann dachte ich mir, wenn ich das ja jetzt mache und in einem Jahr wieder machen will, dann muss ich ja aufschreiben, was ich da mache. Und ich kann ja nicht einfach hingehen, Twitch bei einer wissenschaftlichen Suchmaschine eingeben und dann sagen, ach, die 3 Titel klingen ja toll, die stelle ich euch heute mal vor. Das ist ja, so macht man das nicht. Das ist ja nicht wissenschaftlich. Deshalb habe ich ein Literature Review gemacht. Und ich nehme euch jetzt mit durch die Methodik des Literature Reviews.
Und ihr müsst mir dabei noch helfen, weil ich bin noch nicht ganz fertig geworden. So. Aber was ist denn ein Literature Review? Da musst du ja auch Literature erstmal einer Gesamtpool von Literature-Menge zufügen, oder nicht? Exakt. Also wenn ihr mal wissen wollt, was es für Arten von Literature Review gibt, dann fange ich jetzt mal, Moment, ich mache mal hier, so auf. Ich habe hier verschiedene, es gibt so verschiedene Quellen, Moment, das ist ja hier auch wieder falsch, ich muss erstmal den richtigen Link finden. Ich habe verschiedene Quellen, wo ihr nachlesen könnt, was für Arten von Reviews es gibt. Review bedeutet ja eigentlich, dass man systematisch oder mehr oder weniger systematisch sich Literatur anschaut und sie zusammenstellt über ein bestimmtes Thema. Und ich versuche mal, ob ich das jetzt hier, kriege ich das Chrome-Tab geteilt? Habe ich das Fenster geteilt? Das wäre irgendwie einfacher. Ja. So, und dann muss ich euch wiederfinden und ich muss das zum Stream hinzufügen. Und dann gucken wir mal, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich das so mache. Guck mal, das ist ein neues Layout, das gibt es jetzt ganz neu. Ja. Und dann seht ihr hier links Arten von Reviews. Und Reviews heißt eben so Übersicht über ein bestimmtes Forschungsthema oder eben über die Literatur zu einem bestimmten Forschungsthema. Und da kann man so ganz verschiedene Typen machen, die seht ihr hier links. Systematisches Review, Rapid Review, Scoping Review, Mapping Review, Meta-Synthesis, Mixed Method Review. Ja, ihr seht schon, da gibt es viele Arten. Aber Entschuldigung, aber sind das unterschiedliche Arten, auch erstmal den Grundpool an zu untersuchenden Literatur zusammenzustellen? Oder nur, wenn du schon einen Grundpool hast, die Fragen, wie du den analysierst? Auch. Alles davon. Also es ist tatsächlich, ich mache mal gerade so. Es gibt ganz viele, ich kann euch die Links dann gerne nochmal schicken, ganz viele verschiedene Arten. Und dann seht ihr zum Beispiel ein Critical Review, was bedeutet das? Wie wird gesucht? Also die Suche ist hier, versucht hier signifikante oder wichtige Key Phrases zu identifizieren, die genutzt werden. Hier bei Literature Review may or may not include comprehensive searching. Also und auch, ob man Qualitätsprüfung macht und wie man das auswertet, also ob man das jetzt eher erzählend macht oder ob man tatsächlich irgendwie quantitativ Zahlen erhebt. Da gibt es ganz viele Unterscheidungskriterien hier oben, also Search, Appraisal, Synthesis und Analysis, wie die sich unterscheiden. Also es ist ganz divers. Wer sich dafür interessiert, ich poste da gleich mal die Links in den Chat, würde ich sagen, weil es ist total interessant. Also so Meta-Analysen hören wir ja öfter, ne? Also auch Meta-Analysen zu Impfstoffen gab es ja jetzt einige. Und dann sieht man, was da eigentlich bedeutet. Also aims for exhaustive searching. Also genau, es gibt verschiedene Strategien. Beantwortet das deine erste Frage? Ja, klar. Das ist super interessant. Also ich habe nur so zwischendurch in dem, was du runtergescrollt hast, auch das Stichwort Cochrane gesehen, was auf jeden Fall schon mal ein super Querverweis ist. Das wäre eigentlich auch mal ein schönes Forschungsstromthema, dieser Ansatz, der aus UK kommt, von auch sehr systematischen Reviews die ganze Zeit, also wo die ganze Zeit die Forschung gescreent wird, nach randomisierten, kontrollierten Studien, sodass man dann auf der Basis evidenzbasierte Entscheidungen treffen kann und so. Das macht total Sinn. Also dies hier ist kein Hobby, sondern das ist wirklich super sinnvoll. Ja, ja. Also hier, das wäre hier unten das Living Systematic Review zum Beispiel. Ja. Ne? Also die wirklich kontinuierlich immer wieder gemacht werden. Und das ist natürlich alles Sachen, die ich nicht machen konnte, weil ich war jetzt eine Person, ich hatte so ein paar Wochen Zeit und ich dachte mir so, okay, nichts, also ich habe hier keine Zeit, ein Living Systematic Review zu machen oder das total ausführlich zu machen. Und ich hab dann sogar eine Quelle gefunden hier, da kann man sich am Entscheidungsbaum runterhangeln, was kann man denn machen? Und hier steht so, do you want to gather all the evidence on a particular research topic? Und ich dachte so, all? Nee, habe ich nicht vor. Und dann landete ich direkt hier oben bei Literature Review, bei den relativ simplen Formen von Review. Denn diese Definitionen sind nicht eindeutig. Also
hier würde ich, in diesem Baum falle ich unter Literature Review, in diesem, dieser Beschreibung hier würde ich unter, würde ich unter Rapid Review fallen. Wo war das hier? Rapid Review. Es ist ein bisschen, noch ein bisschen offen, sagen wir so. Also das ist noch open for discussion. Aber die Begriffe formen sich so langsam und die Unterscheidungen sind natürlich aber auch immer so ein bisschen fließend bei solchen Sachen. Es ist halt keine Mathematik. Aber hast du dich denn jetzt, was Twitch angeht, für irgendeine spezifische Methode dann entschieden oder entscheiden? Ja, oder? Ich habe euch die aufgeschrieben. Nein. Doch, ich muss das ja nächstes Jahr wiederholen können. Ich habe tatsächlich. Reproduzierbarkeit, so wichtig. Genau, absolut. Krass. Wobei das hier ein bisschen eingeschränkt ist. Also ich kann euch denn dieses Spreadsheet natürlich auch freigeben. Also ich habe es freigegeben. Bisher könnt ihr nur draufgehen und gucken. Ich gebe das natürlich auch frei zum Bearbeiten, wenn wir hier fertig sind. So, ich mache mal. Dann könnt ihr nämlich schon mal mitlesen, falls es euch im Stream zu klein ist. Ich weiß nicht, könnt ihr das denn gut lesen, ihr zwei? Ich glaube, ich müsste das hier mal ein bisschen... Also, wenn ich ein bisschen rangehe. Ah ja, doch, ja. Man kann das für die Lesebrille im Stream ja groß machen, dann geht's ja. Hm? Okay, sonst hätte ich jetzt nochmal vergrößert. Was sagt der Chat? Claudia, ist der IPCC-Report offensichtlich nicht dick genug? Nein, ich hatte noch Zeit. ich mache es dann nochmal so ein bisschen größer. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir zuerst mal überlegt, was ich eigentlich wissen will. Also meine Forschungsfrage, so macht man das. Und die ist quasi, was wurde derzeit, das ist jetzt natürlich also für das Jahr 2021, rund um Streaming auf Twitch erforscht. Das heißt, welche Forschungsfragen werden gestellt, also wofür interessieren sich die Leute und was oder was wird versucht zu beantworten? Also ich habe mir nicht angeguckt, was die Ergebnisse sind und habe jetzt nicht, will jetzt nicht wissen, was sind die Ergebnisse der Forschung, sondern was sind die Hot Topics, um die es geht. Und ich habe als erstes so in die FLIDA, seht ihr hier links, in FLIDA eingefärbt, Suchen durchgeführt und zwar genau 2 Stück. Und ich habe so die Schritte aufgeschrieben und die erste Suche war tatsächlich, dass ich bei Google Scholar angefangen habe. Das tut mir jetzt sehr leid, euch das sagen zu müssen, aber ich habe bei Google Scholar angefangen, weil ich wollte natürlich ganz viel, also das möglichst breiteste kriegen, was geht. Und da ist natürlich so eine wissenschaftliche Suchmaschine, zu denen ihr keinen Zugang habt, das Schlechteste, was wir machen könnten. Deswegen habe ich bei Google Scholar angefangen und habe natürlich die Suche auch genau definiert. Also ihr seht die Metadaten zur Suche. Ich habe die am 26.11. gemacht, um 9.38 Uhr in Google Scholar. Meine Suchbegriffe waren Twitch Streaming. Ich habe eingegrenzt mit den Filteroptionen auf das Jahr 2021. Beliebige Sprache habe ich erstmal gelassen, weil Google Scholar ist nicht so gut im Sprache erkennen, leider. Alle Arten von Texten. Aber ich habe Patente und Zitate ausgeschlossen. Patente im Rahmen von Twitch wäre natürlich auch noch. Aber und dann habe ich das nach Relevanz sortieren lassen. Also Google Scholar sortiert hier nach Relevanz. Das heißt, da ist ein bisschen drin, was hat denkt Google Scholar denn, was relevant wäre. Und da kam ich auf 2510 Ergebnisse. Das waren viele. Ja, klingt viel, ne? Genau, aber ich bin dann quasi in dem Schritt als nächstes die Ergebnisse von oben nach unten durchgegangen. Also die hochrelevanten sind ja oben laut Google und dann ging mir das gut. Und bin die durchgegangen und habe jedes Ergebnis rausgeholt. Also das erste Ergebnis und das zweite Ergebnis. Und habe die Metadaten, die wichtig waren, rausgeholt. Und zwar dann, wenn, das hieß hier so eine Einschränkung, der Haupttext in Englisch ist, er keine Doublette war, weil das ist tatsächlich auch passiert, also dass man einen Preprint, einen Extra-Eintrag in Google Scholar hatte und der Artikel, und das habe ich dann nicht übertragen, sondern habe nur den Artikel genommen. Aber sonst habe ich alles aufgenommen. Ich habe nicht geguckt, ob irgendwie da Qualitätskriterien erfüllt sind, das habe ich jetzt außen vor gelassen. Und dann habe ich hier zum Beispiel eine Sache ausgeschlossen, eine Masterarbeit, die nirgendwo zu finden war, in keiner anderen Suchmaschine und auch nicht bei der Hochschule. Das fand ich verdächtig. Das war die einzige Quelle, die es gab, die habe ich ausgeschlossen. Aber ich habe den Namen hier aufgeschrieben, damit das nachvollziehbar ist. Ja, und habe dann die ersten 50 Ergebnisse exportiert. Das sind 2% der Ergebnisliste. Gibt es dazu eine öffentliche Zotero-Bibliothek?
Nein, aber die Ergebnisliste befindet sich natürlich hier. Ich konnte es nicht in Zotero direkt exportieren. Das ließ sich irgendwie, Google Scholar Daten sind furchtbar. Ich musste viel recherchieren, also so DOIs raussuchen und so. Das heißt, ich habe die Daten natürlich hier extrahiert und ich habe den Titel, den Abstract, Keywords, wenn es welche gab, habe ich rausgeholt. Dann kann ich hier nicht nach rechts springen. Na? Das Publikationsjahr, das ist nämlich tatsächlich so, dass Google Scholar nicht so gut ist im Publikationsjahr und manchmal wurde der Artikel für 2021 angezeigt, obwohl er dann irgendwie schon 2020 als erstes Mal erschienen ist, war ein bisschen schwierig, aber ich dachte, ich schreibe es auf. DOI, Typ, die Art von Zugang, natürlich Access. Ne? Den Link zu einer OA-Version, wenn die Originalversion closed ist und es gab eine, den Verlag und ich habe noch so kommentiert, wenn irgendwas besonders auffällig war. Das aber heißt, das hast du jetzt nicht bei 2500 Treffern gemacht. Nee, ich habe das, wie gesagt, bei 50 gemacht. Ja. Genau. Okay. Und dann habe ich gedacht, das ist ja schön, dass ich 50 Ergebnisse habe, aber jetzt muss ich das ja nochmal zumindest ein bisschen gegenchecken. Und dann habe ich eine zweite Suche gemacht, auch in Google Scholar, habe aber diesmal nach Twitch Stream gesucht, nicht Streaming. Ein Unterschied. Darf ich dich nochmal eben fragen, ja, klar, das hat mich interessiert, warum hast du überhaupt neben Twitch noch mit Streaming noch einen anderen Suchbegriff da reingebracht? Twitch gibt es tatsächlich auch in, ich glaube, es war Biologie, irgendwas Biologisches, irgendein Begriff. Also die Ergebnisse waren sehr strange, als ich da nur Twitch gesucht habe und ich wollte natürlich tatsächlich, dass es um Streaming geht. Okay, verstehe, danke. Twitch heißt Zucken, ah ja, gut, danke. Ja, okay. Ja, das heißt, es war auf jeden Fall, es tauchte in sehr absurden Kontexten auf, deswegen habe ich ein zweites ergänzt. Aber sonst habe ich alles gleich gelassen und habe dann 2170 Ergebnisse bekommen und habe dann das gleiche gemacht wie mit der vorherigen Liste. Nur um die Ergänzung, dass ich natürlich auch geguckt habe, dass es keine Doublette zur Liste 1 ist. Also ich habe Claudia, keine... Sorry, habe ich dir nicht genug gefolgt, aber... du hast eingeschränkt auf Publikationsjahr 2021, ne? Ja, ja. Okay, alles klar. Genau, das habe ich gemacht, ja. Ja, und dann habe ich da 20 Ergebnisse rausgeholt, wieder von oben nach unten durchgegangen und habe aus der Suche 2 quasi 20 Ergebnisse exportiert. Das waren aber dann ein bisschen mehr angucken, weil das sollten ja keine Doubletten zur ersten sein und das waren einige Doubletten dabei. Aber auch die Ergebnisliste könnt ihr hier sehen, Ergebnisliste zur Suche 2, das sind 20 Ergebnisse. Ja, das war meine Literatursuche und dann habe ich gedacht, so, das reicht ja nicht, ich will ja mit euch darüber reden. Also ihr könnt euch das jetzt angucken, ne? Also ihr könnt euch jetzt da durch die Publikationen scrollen und so, das ist ja total interessant, aber ich wollte noch ein bisschen mehr machen, deswegen habe ich auch noch eine Analyse angefangen und jetzt wird es spannend, Lambert. Würde ich mal sagen, jetzt kann ich tatsächlich, da muss ich erstmal hier draufdrücken. Also ich habe die dann in eine Gesamtliste natürlich überführt. Jetzt gleich in die Inhalte, ne? Darf ich noch zur Auswahl nochmal fragen? Ja. Was wollte ich fragen? Also du hast aus 2500 hast du auf 50 verdichtet. Ja. Aber gibt es da jetzt irgendwelche sozusagen... man kann nicht 2500 Artikel lesen, wenn man das so nebenbei für ein Forschungsraum vorbereitet, ist mir auch klar. Aber hast du jetzt irgendwie ein Gefühl oder eine Kenntnis darüber, wie repräsentativ diese 50 für die 2500 sind? Oder hat letztendlich Google das durch die Sortierreihenfolge für dich entschieden? Genau, das hat Google durch die Relevanzsortierung für mich entschieden. Okay. Das ist absolut... random. Also es ist natürlich schon so, dass die ganz oben landen bei Google Scholar, häufig zitiert wurden oder viel gelesen wurden. Aber was genau dahinter steckt, weiß ich nicht. Es ist, wie gesagt, nicht unbedingt das Beste. Lambert sagt schon, Semantic Scholar wäre eher reproduzierbar. Das wäre auch noch eine Option gewesen. Ich habe nur mal ganz grob gecheckt. Es ist ein bisschen besser reproduzierbar, aber die Trefferanzahl ist verdächtig hoch. Da ist wahrscheinlich mehr Rauschen im Ergebnis. Das müsste man mal überfliegen. Aber das stellen wir mal hinten an. Es ist auf jeden Fall so schon eine faszinierende Idee von dir, Claudia. Auf jeden wir Fall. Können das nächstes Jahr mit Semantic Scholar machen.
Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, diese Relevanz von Google Scholar, ich habe da jetzt einfach mal drauf vertraut. Okay. Aber ich habe, also Henning, ich habe sie nicht gelesen, aber ich habe alle Titel und alle Abstracts und alle Keywords gelesen. Denn was ich gemacht habe, ist jetzt so ganz bibliothekarisch. Ich bin hingegangen und habe eigene... Signaturen vergeben. Ja, ein bisschen. Ich habe eigene Schlagworte vergeben, eigene Keywords. Vor allem eigene Keywords, die bei allen gleich klassifiziert sind. Ja, weil meistens, also die Keywords, die du aus den Artikeln kriegst, sind von Autoren selbst gewählt. Ja. Irgendwelche kruden Systematiken, die die in dieser einen Zeitschrift aber nur haben. It's Chaos. Deswegen habe ich den Titel gelesen, den Abstract gelesen und die Keywords mir angeschaut und da rausgezogen eigenvergebene Keywords, die beschreiben, worum es in dem Artikel geht. Und das ist echt, ja. Oh, Dimensions machen wir dann 2023. Das ist eine gute Idee, Barry. Ich sehe schon, wir haben hier ein Portfolio. Da können wir mit arbeiten. Genau, also diese Keywords habe ich vergeben. Da könnt ihr jetzt mal durchschauen, was ich da eine Menge von Keywords gemacht habe. Aber das müsst ihr auch gar nicht tun, denn ich bin da einmal durch. Und aber wie viele Keywords hast du ungefähr vergeben? Wie viele verschiedene? Ja, das kann ich dir sagen. Denn es sind insgesamt für diese 70 Artikel habe ich, das sind hier die deduplizierten, 87 Keywords vergeben. Oh, Claudia, das kannst du doch nicht machen. Du setzt hier aber völlig unrealistische Benchmarks für unseren kleinen Forschungsprozess. Ich hatte so Spaß. Es war ein so schöner Tag. Ja, aber guck mal, du hast irgendwie nur 16, die oder 15, die drei oder mehrfach vergeben wurden. Ne? Genau, es gibt tatsächlich nur 27, die mehrfach vergeben wurden. Das stimmt. Ja. Aber. Ich habe auch das Problem, Henning, habe ich adressiert. Das macht dir keinen Kopf, das kommt noch. Nee, ich bin nur gerade on the fly mit dabei, quasi ja. Dein Forschungs... es ist ja hier, man soll ja Wissenschaft als Prozess darstellen. Und ich habe den Eindruck, du nimmst uns hier gerade genau damit hin. Ja, und ich finde es auch gut, wenn ihr alle kommentiert, weil ich finde, hier Peer Review ist doch perfekt. Und wenn ich dann lese, dass wir Semantic Scholar und Dimensions haben, ihr seht ja, welche Schritte ich gemacht habe. You can redo it with another search engine. Es ist einfach zu krass. Ich sehe das schon kommen. Wir sitzen hier im Dezember 2022 und dann heißt es so, irgendwie aus dem Diskussionsforum, ich zitiere virtuell vorwegnehmend, Nostradamus-mäßig, nee, Lambert, dein heutiges Twitch-Thema, das hat irgendwie, da hast du ja vorab überhaupt kein Literature-Review gemacht. Und wo ist der Methodenteil? Überhaupt keine eigene Science, ne? Genau. Wo ist denn da der Neuigkeitswert? Entschuldigung, Claudia, mach weiter, ja. Ich finde, also ich hatte Spaß, macht euch keinen Kopf. Ich mache es nie wieder. Ich habe natürlich gedacht, ich muss ja was visualisieren. Deswegen seht ihr jetzt hier als allererstes mal eine Wortwolke, wo ich einfach in so einen Wortwolkengenerator, gibt es online, könnt ihr sehen, hier unten Worded Out heißt der. Habe ich einfach alle Titel reinkopiert. Also wirklich alle Wörter aus den Titeln ohne Selektion reinkopiert und geguckt, was kommt am häufigsten vor. Ne, also je größer, umso häufiger kam das Wort vor. Und das ist irgendwie klar. Twitch, Streaming, Game, Live, Video. Aber es kamen halt auch so Sachen wie Factors oder User, Text, LGBTQIA. Genau, kam alles drin vor. Auch so schöne Worte wie During, einfach weil halt Titel. Keine Selektion. Ich habe aber auch die Keywords reingeworfen. Und zwar mit den Häufigkeiten, die ich ja hier ermittelt habe. Deine und meine Keywords, genau, meine Keywords sehen so ein bisschen anders aus. Das eindeutig am meisten vergebene Keyword ist nämlich Streamer-Viewer-Interaction, also der Austausch zwischen Chat oder Zuschauenden und der streamenden Person. Das lag in so vielen Studien im Fokus, 11 Stück insgesamt von diesen 70. Und dann noch ein paar andere, also tatsächlich Engagement, was ja auch so in dieselbe Richtung geht, ne? Also wie bringe ich die Leute dazu, mitzumachen, sich zu beteiligen. Chat, Parasocial Interaction, aber auch Donations, Community. Also das ist alles so, weiß nicht, merkt schon, es geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und deswegen habe ich gedacht, die Keywords sind ja schön und gut, aber wir gruppieren die jetzt noch und vergeben Kategorien.
Deswegen habe ich Oberbegriffe gefunden und habe Keywords, die zu einem Oberbegriff passten, zusammengeklustert. Und das ist aber alles so meine persönliche Herangehensweise. Ich glaube, wenn jemand von euch das machen würde, der würde wahrscheinlich andere Schlagworte vergeben und die vielleicht auch ein bisschen anders verclustern. Deswegen ist das so ein, ihr dürft da nachher gerne selber drauf los und mal gucken, was ihr vergeben würdet an Keywords oder wie ihr das clustern würdet. Weil ich habe jetzt die Oberbegriffe zum Beispiel Interaction, da habe ich dann drunter gepackt. Streamer-Viewer-Interaction, Engagement, Chat-Viewer-Participation, Parasocial-Interaction, es gab auch einfach nur Interaction als Keyword, Comments, Emotional Contagion, Co-Creation and Interaction Rituals. Weil ich hatte auch den Eindruck, genau was Henning, was du gesagt hast, da waren viele, die nur also einmal vergeben waren. Weil da ist natürlich ein Unterschied zwischen Chat und Co-Creation. Aber am Ende fällt beides irgendwie unter Interaction. Könnt ihr mir noch folgen? Ja, auf jeden Fall. Aber der Chat beschwert sich hier, dass es Quatsch sei, mit dem Chat zu sprechen. Da macht der Chat nicht mit. Ich finde, da hat der Chat recht. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn wir mit dem Chat reden, oder? Wir ignorieren den Chat jetzt einfach. Der Chat, das sind die Versuchskaninchen, wie man ja an Claudias Studie hier schon sehen kann. Oder vielleicht sind wir eventuell auch die Streamer, die Versuchskaninchen. Das muss noch geklärt werden. Stimmt, genau. Man weiß gar nicht, wer ist hier eigentlich das Versuchskaninchen. Genau. Ja, das ist auch tatsächlich bei den Studien ein wenig die Frage. Also wir haben hier Interaction, dann haben wir Streaming Technology, wir haben Teaching, wir haben Content, wir haben Toxicity and Harassment, Community Management, was also nicht im Stream an Interaktion stattfindet, sondern außerhalb des Streams. Wir haben Communication, das ist tatsächlich so Kommunikationspfade und Facial Expressions, Emotes, Language, solche Sachen. Wir haben Popularity und Money, also wie machen die Leute Geld mit Twitch? Ja, also solche Sachen. Diversity als separates Thema, Events, also tatsächliche Streaming-Twitch-Events oder Sport gemeinsam gucken. Streamer. Streamer sind selbst Forschungsobjekte. Absolut, was Lambert gesagt hat, wer ist das Versuchskaninchen? Streamer werden untersucht. Zum Beispiel Streamer Activation. Wie wird man zum Streamer? Irgendjemand fragt einen random auf so einer Konferenz. Zum Beispiel. Oder was die für Information Needs haben. Und Mental Health of Streamers war tatsächlich auch eine eigene Studie. Ja, dann gibt es Research. Also tatsächlich, wie sagen wir vorher, wer wie viele Viewer hat, wie sagen wir zum Beispiel, also welche Forschungsmethoden kann man auf Twitch anwenden? Da gibt es eine Metastudie, die ein Toolkit vorschlägt für Forschung zu Twitch, mit welchen Tools man da rangehen kann. Ist richtig gut. Also und dann halt Viewer nochmal, welche Einflüsse haben die Zuschauenden? Oder zum Beispiel, wenn sie wandern, woanders hingehen, wenn es ihnen hier zu langweilig ist. Und aktuelle Entwicklungen, guck mal, da kommt dieser komische Begriff vor, den könnt ihr jetzt im Stream nicht sehen. Ich muss mal gerade uns hier so machen. Hier unten ist nämlich der Begriff Television. Das war das, wovon du erzählt hattest, Henning, oder? Ja, dieses, was man so... Ja, muss echt heißer Scheiß sein, weil es taucht nämlich auch hier zumindest einmal auf. Einmal auf, ja. Aber was du doch jetzt gemacht hast, Claudia, ist, du hast vorher hast du sehr kleinteilig eigene Keywords vergeben und hast dann vielleicht auch sozusagen in der Analyse deiner ersten Keyword-Vergabe festgestellt, dass du wenig Struktur siehst, weil du vielleicht zu kleinteilig die Keywords vergeben hast und hast dann größere Cluster gebildet. Richtig. Die aber sozusagen auch, also wenn du vielleicht anders rangegangen wärst oder jemand anders diese Verkeywörtung gemacht hätte, hätte der oder die von Anfang an schon auch größere Schubladen bilden können und hätte dann vielleicht auch diese größeren mit Interaction und Streaming Technology und so. Insofern, das ist ja jetzt sozusagen ein Artefakt deiner Keyword-Vergabe, die du jetzt nochmal ein bisschen in größere Schubladen sortierst, ne? Absolut richtig. Also du hast total recht. Ich glaube auch, dass wenn ich das veröffentlichen würde, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich diesen Schritt, also ich würde ihn nennen, ne, dass ich den gemacht habe und kleinere Keywords vergeben habe oder einfach erstmal nach
den Begriffen, die in den Titeln und Abstracts drin waren, Begriffe rausgesucht habe und dann aber vielleicht auf die geclusterten gehen, also die vielleicht als große Überbegriffe nennen. Es ist halt ein Prozess, wie Wissenschaft funktioniert. Man geht daran, ja, schaut, was kommt und ich konnte ja erst am Ende, nachdem ich alle mit Keywords versehen habe, wirklich erst überlegen, okay, was sind denn jetzt die großen Muster, die ich sehe? Ja, klar. Ja, also ich fand es super spannend und ihr seht dann auch schon, dass ich hier so ausgerechnet habe, Interaction, weiß, wie oft kamen die Keywords, die alle unter Interaction fallen, dann am Ende vor. Ne? Also 32 Mal wurden Keywords mit dem Begriff Interaction vergeben. Da kann man auch so eine mittlere Häufigkeit pro Keyword dann rausgeben. Und wer hätte es nicht schon mal getan, klar. Genau. Und dann habe ich diese Oberbegriffe genommen und die Häufigkeiten. Und dann habe ich es euch natürlich nochmal aufgezeichnet, damit ihr das auch schön sehen könnt, wie das aufgezeichnet ist und wo haben wir denn jetzt die meisten Begriffe und wo wird denn jetzt am meisten dran geforscht. So, und das kann ich jetzt hiermit beantworten. Im Jahr 2021 bis zum 26.11., da habe ich die Abfrage gemacht, wurde eindeutig am meisten im Bereich Interaction geforscht. Und direkt an Stelle 2 kommt Popularity and Money. Hm. Ja, also eine Frage im Chat, ob auch zu Twitch Mods geforscht wird. Doch, ja, natürlich. Moment, ich gehe noch mal rüber. Und zwar hatte ich ja den Oberbegriff Community Management. Community Management enthält tatsächlich sowas wie Viewer Labor, also Aufgaben, die Zuschauende übernehmen. Das sind noch mehr als nur Mods, aber die Moderators sind tatsächlich auch dabei. So, also das ist tatsächlich so. Es gibt auch dann eben so Gratification, wie eben die Community belohnt wird für bestimmte Aktionen und Aktivitäten. Und welche Regeln sich halt so in so einer Community etablieren, um gut zu funktionieren. Das ist tatsächlich, daran wird auch geforscht, es gab eine Studie mit dem Keyword Moderators, ich kann sie gerne raussuchen. Genau, aber das ist ja auch sozusagen das, was sozusagen deine Analyse jetzt hier sozusagen anbietet. Sie bietet einen Forschungseinstieg in die Literatur, wenn man sagt, ich interessiere mich jetzt zum Thema Twitch-Mods. Und dann kann ich aufgrund deiner Analyse die relevante Literatur finden, selbst wenn es vielleicht jetzt im Titel dieser Publikation oder dieser paar Publikationen, auf die sich das betrifft, gar nicht so drinsteht oder so, ne? Genau, das stimmt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Moderators tatsächlich im Titel steht. Lass uns doch mal nachgucken. Denn dafür habe ich euch extra diesen Link ja geschickt. Ihr könnt da jetzt drin rumsuchen. In der Gesamtliste dann wahrscheinlich. Genau, in der Gesamtliste, da sind alle 70 Ergebnisse drin. Aber ich glaube, hier habe ich es schon. After violation, but before sanction. Understanding volunteer moderators profiling processes towards violators in live streaming communities. Also quasi wie Moderatoren so umgehen mit Verstößen. Und wie sie sie sanktionieren und was so dazwischen passiert. Der Chat scheint Verbindungsprobleme zu haben hier. Oh, oder wir haben Verbindungsprobleme. Kann das sein? Also ich habe mit euch überhaupt keine Verbindungsprobleme hier. Nee. Mal eben den Tab hängen wir immer noch. Chat. Oh ja, ja, das stimmt. Obwohl, nee. Geht wieder. Das ist vielleicht so phasenweise hier gerade. Ich weiß es nicht. Jetzt scheint es gerade zu gehen. Okay. Was habt ihr verpasst? Den mittleren Teil bitte nochmal, Claudia. Nein, nicht. bitte nochmal ab, ich habe ein Review gemacht. Was ich mich gerade so spontan frage, ich meine, gut, also Twitch ist natürlich ein total ernstzunehmendes, meine ich wirklich, Phänomen, ja, aber es ist relativ jung und es ist die so und so vielte Welle, dass irgendwas an Online-Interaktionsformen neu geschaffen worden ist, eine neue Art Plattform oder sowas. Und was ich mich gerade so spontan frage, ist, ob die Leute, die jetzt da Arbeit reinstecken, das zu erforschen,
die Forschung zu vorangegangenen Phänomenen kennen. Gerade bei dem Beispiel mit den Moderationen fiel mir ein, dass es zum Thema Moderieren in Wikipedia schon eine ganze Menge Forschung gibt oder so. Und nur teilweise, nur einiges davon wird übertragbar sein, weil es gibt ganz spezifische Phänomene, sicher, wenn man in Echtzeit in einem Videochat moderiert. Das ist mir auch alles klar. Mhm. Trotzdem fände ich eine super interessante Metafrage, nur mal so als Anregung, kann ja jemand aus dem Publikum mal untersuchen, ob jetzt zum Beispiel sowas wie Moderieren bei Wikipedia oder von mir aus auch bei Reddit oder so, ob das von den Leuten, die das Moderieren bei Twitch untersuchen, ob die darauf Bezug nehmen oder ob es wirklich eine reine Twitch-Forschungsbubble gibt, mehr oder weniger. Das ist echt spannend. Ja, ich kann es nicht beantworten aus dem, was ich jetzt gefunden habe. Da muss der Chat wohl seine eigene Forschung anstellen. Definitiv. Leute, beantwortet mal bis nächste Weihnachten. Übrigens, ja, wenn hier im Chat dazu aufgerufen wird, die Qualität runterzustellen, bezieht sich das bitte nur auf die Übertragungsqualität. Bitte nicht hier im Forschungsstrom die Qualität runterstellen. Das können wir nicht machen. Nee. Dafür sind wir nicht zu haben. Okay, aber wir stellen jetzt mal für eine Minute die Qualität von Forschungsstrom runter. Das ist so bescheuert. Was soll das? Nein, aber wisst ihr, was wir eigentlich tatsächlich mal machen könnten? Moderatoren benennen. Falls bei uns mal jemand Violations macht. Bisher sind wir nämlich nur wir Moderatoren. Das können wir tatsächlich auch mal überlegen. Huch. Okay. Also, so. Ist ja viel zu kuschelig bei uns im Chat eigentlich. Find ich auch. Aber ich habe euch ein paar Sachen gehighlightet, die seht ihr, wenn ihr da so durchscrollt, die so gelb leuchten. Das sind so Paper, von denen ich so dachte, wie cool. Ich muss das jetzt so leider mal kleiner machen, weil ich kriege das gerade sonst nicht auf diesen Bildschirm. Moment. Dieses Meisterwerk heißt, Exploration of Mental Health Discussions in Livestreaming Gaming Communities. Das fand ich sehr spannend. Hätte ich jetzt, also das ist so einen, den würde ich mir jetzt nehmen und lesen. Den hätte ich euch vielleicht vorgestellt, wenn ich einfach so random zufällig gesucht hätte und nach Titel gegangen wäre. Da geht es tatsächlich darum, wenn in Streams über psychische Gesundheit geredet wird, was passiert da eigentlich, welchen Einfluss hat das, was passiert da und warum diskutiert man überhaupt so ein sensibles Thema in einem Livestream? Ja. Mega spannend, oder? Ja. Auch hier so eine Frage zum Design, also wie muss eigentlich die Twitch-Livestreaming-Plattform designt sein, damit Cyberbullying nicht mehr stattfindet? Also das ist ja auch ein Thema, ne? Also ich hatte ja auch Harassment als Topic. Da könnt ihr dann sehen, dass da etwas getan werden musste und diese Studie beschäftigt sich damit, was muss man eigentlich tun, so vom Design allein schon her, damit das besser funktioniert und nicht mehr so viel Cyberbullying auftritt. Leute, es gibt tollen Twitch-Research. Ich kann es euch sagen. Towards examining the effects of live streaming on educational games. Also an educational game. Also was passiert eigentlich, wenn wir ein educational game, das haben wir ja hier auch schon gemacht, wenn man das live streamt? Was sind die Effekte davon? Alter, ist das toll. Also ich könnte mich da, ich sage euch, diese Studien sind wirklich klasse. Ich habe hier noch so einige gehighlightet, die ihr euch angucken könnt. Aber auch alle anderen sind auf jeden Fall ein Lesen wert. Zum Beispiel gibt es auch hier eine, die fand ich sehr interessant. Ich komme sehr mal, sieht ihr das überhaupt? Real-Time Classification of QoE Inference of Live Video Streaming Services. Was heißt das? Das Thema ist, dass man versucht, tatsächlich herauszufinden, schaut ihr da draußen, die ihr uns gerade zuschaut, schaut ihr gerade einen Livestream oder schaut ihr ein Video on Demand, das gerade auf Twitch eigentlich schon liegt, aber nicht mehr live gestreamt wird? Ach so, okay. Und wie unterscheide ich das, wenn ich eigentlich nur den Traffic sehe? Kann ich den sehen? Also Leute, schaut rein. Ich gebe euch das frei, also könnt ihr ja schon alle lesen. Ich kann es euch jetzt auch freigeben, dass ihr es bearbeiten könnt, wenn ihr Lust habt, da mit was dran zu machen. Machen wir jetzt mal hier ändern.
Tja, Claudia, das war es jetzt mit deinem schönen Datenstand. Ich habe da noch so eine Offline-Version davon. Backup-Version. Aber ich habe an euch BibliothekarInnen nochmal so eine Frage, weil ich meine, was wir jetzt hier bei dir erlebt haben, ist, du musstest dann, um irgendwo aus dem Heuhaufen irgendwo Informationen zu gewinnen, musstest du selber eine Klassifikation vornehmen. Ne? Und es gab zwar diese Keywords, die einzelne Paper irgendwie mitbringen als Keywords. Das Problem für dich nur war, dass die sozusagen nicht irgendwie einem gleichen Katalog entsprungen sind oder so. Beziehungsweise ist es halt überhaupt keinen gleichen Katalog gibt, um sowas zu klassifizieren. Ja. Und da bringst du dann als Analyseurin, bringst dann aber sozusagen ja auch deinen Blickwinkel oder deinen Forschungsaspekt, deine Fragestellung mit rein, um so eine gleich zu verarbeitende Datenstruktur wie zum Beispiel diese deinen eigenen Keywords oder später diese Cluster da irgendwie zu haben. Wäre es nicht eigentlich, dies ist eine Frage an euch BibliothekarInnen, sinnvoll, wenn man gleich sozusagen einen für die gesamte Welt alles, das Universum, einen Riesenkatalog mitbringt, der verpflichtend, das sind die mit Definitionen ausgestaltete Keywörter hat, sodass jeder AutorInnen-Team die 10 besten passenden Keywords mit beisteuern kann, sodass automatisch zumindest die Perspektive der AutorInnen auf ihr Werk in einer systematischen Form abgebildet ist und in strukturierten Datenstreams dann irgendwie weiter analysiert werden kann. Ist das nicht die Forderung, die wir heute Morgen hier aufstellen müssen und das Jahr 2022 erheben müssen? Henning, du hast gerade die Bibliothekswissenschaft erfunden. Deswegen gibt es Bibliothekswissenschaft. Echt? Weil, also eigentlich. Und seid ihr immer noch nicht fertig damit, oder was? Was macht ihr denn da seit den letzten 200 Jahren in die Bibliothek? Weil das nicht so einfach ist. Es ist total faszinierend. Die Idee, eine Universalklassifikation für alles zu haben, ist mega cool. Aber du hast ganz, ganz viele Probleme. Also angefangen bei erstens, wenn du die vor 100 Jahren gemacht hättest, oder wenn du die vor 10 Jahren gemacht hättest, dann wärst du alle Bibliothekswissenschaften und dann seid ihr immer noch nicht fertig damit. Hör mal. Die letzte Minute, die möchte ich als kurzen Clip mal haben. Kann man das nachträglich noch machen? Ja, das ist ja göttlich. BioNTech baut uns einen Impfstoff und ihr habt immer noch keine Universalklassifizierung. Was ist denn da los? Das mRNA, der Verschlagwortung. Die Welt verändert sich. Also das ist schon mal dein Problem Nummer eins. Meins? Dein Problem. Ja, das stimmt, ist mein Problem. Nee, und auch, also das Spannende ist halt, dass sowas ja nur funktioniert, wenn die ExpertInnen in den Bereichen das auch tun und mitmachen und es dann in die Universalklassifikation wieder zurückfließt, weil was Datenbanken oft machen, also ich hatte mir auch überlegt, ich kann ja auch in so eine wissenschaftliche Datenbank reingehen, die selber Keywords vergeben, die sind so grob, das geht kaum und dann sind sie meistens mittlerweile maschinell verteilt, das ist auch eher so medium gut oder das ist automatische Sacherschließung ist sehr schwierig. Das heißt übrigens Sacherschließung, Inhaltserschließung. Den Inhalt über Keywords erschließen nennt sich Inhaltserschließung, ist ein eigenes Modul. Ja. Ich soll hier gestraft werden vom Chat. Ist das eine schlimme Strafe oder ist das eine lockere Strafe? Du sollst die Dewey Decimal Classification von 0.000 bis 9.999 lesen. Klingt schlimm, oder? Das ist ja mein Hobby, Kommunikation in Dewey Decimal Classification Zahlen. Ist das so wie bei der Polizeicode, der dann über Polizeifunk sagt, wir haben hier ein 0815? Exakt so ist das. Okay, verstehe. Klasse, klasse. Exakt so ist das. Nee, aber das sind natürlich wirklich, da gebe ich Claudia vollkommen recht, das sind die spannenden Fragen unseres Fachs, die wir seit eh und je, ja. Oh, jetzt passiert was. Jetzt wird der Dewey geholt und damit so ausgeholt. Den kann man so als Waffe benutzen. Ach, oder so. Den gibt's auf Totenbaum. Jetzt kommt's. Mein Lieblingsbuch zum Thema. Das ist super fett. Ich habe es nie ganz gelesen, weil wer kann das? Women, Fire and Dangerous Things. Das ist eine Klassifikation, eine Klasse, die eine bestimmte Kultur auf der Welt tatsächlich in einer Bibliothek stellen würde. Also Klassifikationen sind ja auch noch kulturell unterschiedlich. Also Women, Fire, Dangerous Things ist in manchen Dingen, also in manchen Stellen der Welt eine Sache. Das ist ja auch wie im Supermarkt, weißt du?
da steht bei uns steht jetzt zum Beispiel Reis immer an einer Stelle, also alle Arten von Reis und Marken, aber der Bio-Reis, der steht unter Bio. Ja. What is wrong? Das ist, bei mir geht es gegen mich, aber jemand anders findet das eine sinnvolle Klassifikation. Manchmal gibt es aber auch ein Asia-Regal, da steht der asiatische Reis im Asia-Regal. Und wenn Bibliothekaren vorbeigehen, bekommen die einen Hautausschlag vom Anblick des Kategoriengeschilds. Ja. Ja. Genau. Okay, der Chat scheint nicht besonders begeistert von meinem Rant eben gegen euch gewesen zu sein. Ich kriege hier sogar, jetzt werde ich auf 3 von 5 runtergegradet. Na gut, okay. Oh nein, genau. Oh, das ist jetzt aber ein bisschen hart, finde ich auch. Und das ist sehr fies, JP. Tja. Okay, Leute, das war mein Thema. Und jetzt muss Lambert noch sagen, wie weihnachtlich das war. Genau. Okay. Null. Ich meine, das ist jetzt zumal deshalb sehr, sehr hart und da hängen viele Damoklesschwerter über allen möglichen Köpfen, weil ja Henning gerade downgegradet worden ist auf 3 von 5 in einem demokratischen Prozess. Warte, jetzt wird es aber wirklich weihnachtlich hier bei Claudia. Ja, ich muss gerade mal in der Ergebnisliste gucken, ob ich das Wort Christmas finde. Nein, tut mir leid. Es steckt echt kein Christmas in meiner Recherche. Also Jury da draußen an den Chat-Konsolen, helft mir. Ich würde ja erstmal Claudia hoch anrechnen, dass die Akkuratesse, mit der das aufgebaut war, es hatte den Charakter eines liebevoll gestalteten, handwerklichen Weihnachtsgeschenks, oder? Das kommt einem doch sofort in den Sinn, wenn man das so sich vor Augen führt. Ja. Das war wirklich ein Geschenk für uns, ja. Hier wird schon mit einem XKCD argumentiert. Oh. Hat das jemand schon nachvollzogen, was 2546 ist? Fiction versus Non-Fiction. Star Wars ist Fiction. The Making of Star Wars, Non-Fiction. Oh Gott, okay. Star Wars, The Adventures of Boba Fett, Fiction. Okay, ich glaube, da wird dann klassifiziert. Genau, es geht um Klassifikation. Okay. Gut, ja. So, Chat, wie viele Punkte gibt, wie viele Weihnachtspunkte, wie viele Misteln gibt dir Claudia? Hier wird noch ins Feld geführt, ein weiteres Argument, es war auch gut verpackt, ja, lasse ich gelten. Auf das der Minusseite sehe ich ganz klar, dass bei Claudias sogenanntem festlichen Weihnachtsgeschenk, was auf den ersten Blick so liebevoll gestaltet und gut verpackt war, es starke Bezüge zu ihrer Arbeit gab. Und angeblich sind diese Feiertage, sollen ja sozusagen eine Insel sein, eine Zuflucht vor der Arbeit. Das stimmt. Und warte, vielleicht zu meiner Verteidigung. Es war der 26. Das war, glaube ich, ein Freitag. Ich muss nachgucken. War das ein Freitag? Ich habe gefühlt, war es ein Freitag. Ich sehe es gerade nicht. Ich habe keinen Kalender offen. Wieso habe ich keinen Kalender offen? Das passiert mir so selten. Es war, glaube ich, ein Freitag. Doch, es war ein Freitag. Und mir war nach Prokrastinieren, weißt du? Also ich hatte echt Besseres zu tun. Also ich habe mich erholt dabei, Lammer. Zählt das? Na gut, ganz knapp. Wir haben ja auch ein paar Pro-Argumente gefunden. Ich löse das jetzt mal so ganz. Kann man die Worte als Weihnachtsbaum? Ja, also als Weihnachtsschmuck kann ich mir das auch gut vorstellen, ja. Also da dies ein echtes Weihnachtsgeschenk war und es auch sonst gute Argumente dafür gab, beende ich das mal ganz salomonisch und sage, dass Claudia für ihren Beitrag ebenfalls 3 von 5 bekommt, sodass es sozusagen mit einem Putt ausgeht. 3 zu 3. Ja. Yes, sehr gut. Habt ihr gut gemacht, wirklich. Ihr wart wie die kleinen Weihnachtselfen, die der Forschungsstromgemeinde bunte Gerüche und Dinge darbringen und weiß ich nicht, Geschenke und so. Ja. Geht das Bild zu weit? Ja. Aber ja, ihr habt es gut gemacht. Das waren schöne Beiträge. Wunderbar. Das ist doch gut. Das heißt unsere letzte Folge Forschungsstrom für dieses Jahr neigt sich gegen Ende. Sehe ich das richtig? Es fühlt sich so an. Wir haben noch die traditionelle Aufgabe, unsere Rolle, was wir tun müssen am Ende. Ihr wisst, wovon ich rede. Ja. Wir müssen unsere Kalender holen jetzt hier. Ja. I'm already there. Okay, ja. Ist denn eigentlich wieder, es ist auch wieder Kongress zwischen den Jahren da, so remote, ne? Ja, vom 27. bis zum 30. Das wäre natürlich auch nochmal, wenn es da irgendwie einen Talk gibt, der sich thematisch anbieten würde, könnten wir natürlich auch nochmal so ein Live-Viewing
und Drüberschnack-Format machen. Ne? War das nicht letztes Jahr auch, wo wir das zum Kongress gemacht hatten? Oder war ich das, weiß nicht, ob es Kongress war, aber ich glaube schon, oder? Ich glaube, es war Kongress. Wir können ja mal gucken. Also es gibt natürlich diesen RC3, der ist in der Woche vom 27. Dezember bis zum 31. Dezember. Und dann können wir mal gucken, ob wir da vielleicht dann spontan irgendwas noch reinstreuen können. Oder ist es bei euch Thema vom Termin her? Nö, ich bin zu Hause. Und ja, also grundsätzlich, ja, das ist eine lustige Idee, stimmt, ja. Ja. Ja, dann machen wir das spontan, aber das die spontan. Folge erst im Januar dann. Anbieten würde sich laut alter Mütter- und Väter-Sitte, der erste Donnerstag wäre der 6. Januar. Wer ist denn das? Heilige Drei Könige. Ja, das passt ja zum Drei-Körper-Problem, finde ich. Sehr gut. Entschuldigung. In welchem Tag? Sorry. Und das ist sozusagen das doppelte Drei-Körper-Problem, wenn das der 6. Der 6. Januar. Ja, okay. Ja? Okay, ja, dann tragen wir das ein. Also merkt das euch, 6. Januar, der nächste Classic oder reguläre Forschungsstrom und dazwischen vielleicht ein Public Viewing, je nachdem, wie sich es anbietet, zum RC3. Sehr gut. Schön. Dann wäre noch die Frage, ob wir wen raiden wollen. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich gehe mal auf die Suche, was wir hier so haben. Ihr müsst weiter, ihr kennt das ja, redet mal. Was meint denn der Chat hier? Bitte dann aber mit Kronen. Oh, Frau Dr. Suppenhuhn. Krass. Das wäre hart. Eine schöne DDC 263. Was für eine Gegend ist das denn nochmal? Ist das nicht? Ich habe alles vergessen. Warte, ich kann das sofort nachgucken. Diktier noch mal. Muss man im Studium so die auswendig lernen, oder was? Nee, fast. 263. 915. 2, wir sind bei Religion. Oh, okay, ja, das ist natürlich wild. Das zeigt sich nämlich. Christentum, das ist so eine der Christentum, Kirchenorganisation, heilige Tage und Zeiten. Ich sehe, wo es hinausläuft. Ja. Ja, ich sehe schon. Und 915 ist dann wahrscheinlich Kirchenjahr und andere. Moment, ich bin gleich da. Nebenher mal so erzählt für diejenigen, die nicht damit aufgewachsen sind mit DDC, dass man an einigen Stellen doch sehr, sehr erkennt, dass dieses Klassifikationssystem aus dem 19. Jahrhundert ist und von christlichen weißen Amerikanern erfunden worden ist, nämlich, dass es Riesenklassen und geräumige Gegenden in der DDC gibt für Religion und Bibel und so. Wir haben zum Beispiel solche Sachen wie Elektromechanik oder so, hat dann so einen tiny Spot oder so. Also das ist so, das ist schon ganz lustig irgendwie. Was nicht heißt, dass man es nicht auch verwenden könnte, aber es ist lustig. Können wir mir auch in Dewey-Zahlen sprechen, ist gar kein Problem. So, ich hast guck du in deiner Zeit am Forschungszentrum das angewendet, Claudia? Also ich habe es nur mal kurz, ja, okay. Nein. Also, ich habe jetzt gerade mal in Naturwissenschaft und Technik gesucht oder Wissenschaft und Technik. Ich bin mir nicht sicher, was wir da so alles haben. Was haben wir denn alles? Da steht FFMUC. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Und dann hätten wir The Unreal Engine 4, üben und basteln. Aber da sehe ich kein Bild. Ich weiß nicht, ob da jemand ist und etwas tut. Ansonsten gibt es einen großen, der macht gerade irgendwas, eine Lasershow. Dann würde ich da, ich würde Laser. Oh, okay, ja, ist okay, den nehmen wir. Das sieht witzig aus. Der bastelt gerade Laser für seine Decke, glaube ich. Okay. Aber der hat schon genug Zuschauer, sagst du. Oder er hat 50, aber wir kommen dann mit 30 dazu. Ich würde sagen, der freut sich, oder? Ja, das ist doch gut. Ja, denk ja. Auch. Dann wünschen wir euch viel Spaß beim Laserbasteln. Moment. Genau, wir wünschen euch viel Spaß beim Laserbasteln, ne? Und wir sehen uns wieder zwischen den Jahren. Oder am 6. Januar. Genau, das stimmt. Lasst es in der Zwischenzeit ruhig angehen. Habt keine schweren Unfälle. Ihr wisst, was auf den Intensivstationen los ist, ne? Also keine Risikosportarten. Genau. Bei Drogen die milden Sachen jetzt mal nehmen und so. Was muss man noch sagen? Ach so, Straßenverkehr ein bisschen gucken. Ja. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann. Tschüss. Tschüss.
Tschüss. Mhm.